Bringen wir zunächst mal eine Struktur in diese grundsätzlichen Haftungsarten. Es gibt drei und nur drei Haftungsarten in Deutschland. Drei Konstellationen heraus, aus denen Sie haften können. Das erste ist die Vertragshaftung. Für uns keine Überraschung mehr. Ne? Wir hatten das gestern schon mal betrachtet. Vertragshaftung. Das ist die erste Konstellation, aus der heraus eine Haftung entstehen könnte. Details kommen gleich. Das zweite ist die Delikthaftung. Delikthaftung ist das kürzere Wort. Manche sagen hier auch Haftung aus unerlaubter Handlung. Auch das haben wir gestern schon besprochen. Ein Delikt ist eine unerlaubte Handlung. Und das dritte ist etwas Exotisches. In gewisser Weise ein Fremdkörper im deutschen Recht und ich sage Ihnen gleich auch warum. Das dritte ist die Gefährdungshaftung. Die dritte Konstellation ist eher speziell, das ist die Gefährdungshaftung. Uns wird das begegnen, prüfungstechnisch gesehen, vor allem im Zusammenhang mit dem Produkthaftungsgesetz. Gefährdungshaftung. Gibt es auch im Verkehrsrecht zum Beispiel. Aber uns wird das vor allem begegnen im Zusammenhang mit dem Produkthaftungsgesetz. Warum ist das etwas exotisch? Weil die ersten beiden Haftungsarten eine Sache voraussetzen, die die dritte Haftungsart, die Gefährdungshaftung, nicht voraussetzt. Und vielleicht halten wir das fest mit einer geschweiften Klammer. Wir verbinden also A und B mit einer geschweiften Klammer. Wir verbinden die Vertrags- und die Delikthaftung. Und grenzen davon dann ab die Gefährdungshaftung, denn das, was Vertrags- und Delikthaftung verbindet und von der Gefährdungshaftung abgrenzt, ist ein Wort und das heißt Schuld. Schuld. Vertragshaftung und Delikthaftung setzt eine Schuld voraus. Und Gefährdungshaftung ist Haftung ohne Schuld.